Ich rede mit dir, was guckst du denn mir an? 10.7. ist mein Geburtstag. Wenn ich an meinem Geburtstag die 100.000 voll habe. So. Dann wäre ich, Gott sei Dank. Das sind die Rosinschnecken, Freunde. Jetzt so, Freunde. Sind die hier zum Germiten probieren, Kind? Einmal Water trinken. Was geht ab? Alles fresh. Alles fresh? Bei dir? Voila, schön Haare hast du geschnitten. Lange hast du vergessen. Damals hast du mein Beidat gehört. Was? Heute was machst du so. Aber ey. Gleich Arbeit. Ah, hey. Ich muss arbeiten, ich schwöre. 20 Minuten musst was du geht? Es ist Oliver, sagst du Cousin? Boah, der ist richtig fresh geworden. Hast ein paar Klicks gemacht, Digga. Trinkst du was Oliver, ha? Junge, Junge, Junge. Hast du viel Blut geleckt, bitte, ha? Ach, Scheiße, tschüss, der hat Carbonbrille, aber Carbon. Ist kaputt. Wildester Typ, Digga. Wild, wild. Erzähl mal, was machen wir? Wir essen, du? Ja, wir machen auf jeden Fall so Rosinschnecken. Rosinschnecken? Echt, du Schnecke, wie geht's? Oh, Schnecke, wie geht's? Das wird der Titel sein. Ja. Du Schnecke, wie geht's? Nehmen wir ein paar Rosinschnecken hier. Hm. Selbst gemacht bei Mamas Rezept. Aha. Und ja, Mann. Mach das. Vielleicht knacken wir mit dem Video die 100.000. Meinst du? Keiner kann sich da draußen vorstellen, wie sehr ich mir das wünsche. Das war ganz im Ernst. Schöne Schnecke, wie geht's? Guck mal, es gibt ein Video. Sag mal, gibt es ein Video. Er fährt Auto, aber Habib. Aber Habib. Er fährt Auto, macht also sein Fenster runter und andere Auto eine Frau. Aber runter, sie war auch runter. Also guck mal, er will was Hilfe brauchen. Kann du sagen, wo die Straße ist? Ich Schuh Schnecke, wie geht's? Schuschnecke wie Gäst. Das ging das Fenster nicht hoch. Ja, heute haben wir Rosinschnecken. Ja, die Schnecke, wie geht's? Okay. Wir haben Rosinschnecken. Bastas Küche. Hallihallo. Ihr war was? Roja, aber trotzdem als Bergonee Weimar bei Ihnen. Aha. Nein. Ach so. Ich nicht. Ah, Mann. Wir machen auf jeden Fall Rosinschnecken. Ich bin selber überrascht, wie das wird. Mama hat schon echt das öfterem schon das gemacht, ne? Ja. Und die sind immer schön geworden. Ja, ich habe was selber gemacht. Ich habe extra Spuyo Chicken. Warten, lebe ich, bin mein Chicken. Warte mal, warum seid ihr immer so eilig? Na, und die gibt es doch leer. Das heißt, nach 2000. Kann die nur in Haare ich, wacht die in den Nagel, die husten, husten zwei Minuten. Ich habe 1000 Mal, ich stopp, Cut. Ich sag ihr 1000 Mal, sie soll kurdisch reden, kein Problem. Aber sie soll langsam reden. Wie soll ich das übersetzen jetzt? Musst du nicht übersetzen. Mama, doch, das gucken nicht nur Kurden, Bergkurden. Gucken wir auch Türken, Araber. Reicht mal, das ist Automatik. Ein Euro, aber ich Walla, yo. Ja. Das ist wie so ein Sprachautomat. Ja. Das Video muss. Meine Fresse, als Fatossin wurde ja, du musst chillig reden, Befara. Sowieso, Kurdian, Taji ist schnell. Und es, auch Kurden da draußen verstehen das manchmal nicht, weil du bist zu schnell. Ich bin nicht nur mit Kamera so schnell, ich bin immer so. Alle? Egal was ich mache, meine Arbeit, egal. Guck mal, die Mitarbeiter, die jetzt gucken mich. Und meine Chef wenn's auch, die wissen das alles, wie ich schneller bin. Die arbeiten auf jeden Fall, aber ja, deutsche Sprache. Egal, und zu Hause, Sprache, arbeiten. Ich bin so schnell, keine Ahnung. Ich kann nicht so weißt du, so. Maschallah. Ist auch, ist gut, aber okay. Ich hab verstanden, jetzt redest du kurdisch wie vorher, aber halt so, dass man übersetzen kann. Er will mich beibringen, wie ich rede. Ne? Ja, auch Gott hat gezeigt.
Gott hat gezeigt. Also, waren alle Schwarweja, Rosin, Schnecki, Chicken. Schnecki. Ich stehe am Chasen, Gom Chicken, also Schwarweja, halb Kilo Mehl. Halbes Kilo Mehl. Halb Kilo Mehl. Okay. Ein Wasserglas lauwarmes Milch. Lauwarmes Milch, ja. Halb Teeglas Wasser. Halb Teeglas Zucker. Ein Vanillezucker. Ein Teelöffel Salz. Ein Ei. Zwei Esslöffel Butter und ein Würfel Hefe. Kann man auch eine trockene Hefe nehmen, ne? Okay. Und das ist für Pudding nachher. Eine Packung Pudding, zwei Esslöffel Zucker, 500 Gramm Milch und das ist Franginus Wasser. Er hat getrunken, einfach da gelassen. Hey, ich will noch weiter. Warum liegst du da bei meinen Sachen? Und kommt Rosinen auch da rein? Kann man auch Rosinen nehmen, kann man auch so Schokostückchen nehmen. Aha. Aber mit Rosinen mag ich mehr. Okay. Das ist wie Pudding. Später kommt rein. Freunde. Das kommt jetzt alles rein. Ganz genau. Das waren die Zutaten jetzt von Mamas Essen, was sie heute macht. Merkt euch das. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Mama, wir haben jetzt die 97.700 Abonnenten, nachdem das Video heute online kommt. Meinst du, schaffen wir? Schaffen wir, auf jeden Fall. Nach diesem Video schaffen wir diese noch 200.000. 2.000. Noch 2.000. Nach 2.000 Follower, dann haben wir die 100.000. Genau, dann haben wir 100.000, bitte. Was sollen die dafür tun, Mama, damit du endlich mal die 100.000 auf YouTube mit Rami und mit mir geknackt hast? Ich rede mit dir, was guckst du denn mir an, Diamant? Auf jeden Fall, wir wollen 1.000 Kommentare, ich will sehen. Und 5.000 Daumen hoch. Oha, so ja. Viel. Dann sind wir 100.000. Haben wir geknackt. Leute, für die Sympathie von meiner Mama, weil die so cool drauf ist. Dann sehen wir 100.000 Kommentare. Ja, okay, ja. Dann war's einfach. 5.000 Daumen, Leute, und 1.000 Kommentare. Heute um 22 Uhr das Video online. Extra wegen mir. Für meine Mama. Und damit ihr seht, das Handy ist auf jeden Fall bei ihr, funktionsfähig, sie benutzt es und ja Mann, haut rein, ich bin raus, gebt mir gerne Folge auf Instagram, SammyKapo90. Gott sei Dank, müssen wir richtig gut atmen, ich schwör's dir, das reicht hier heute für mit Ramgino. So. Er wollte was auf den Kopf machen. Wallah, nee, kann man nicht. Ich gehe von Küche raus. Nein. Haut rein. Ich bin ciao. Bella. Wie viel hast du jetzt reingetan? Halb 500. Kilo. 500 Gramm. Trotzdem, das ist aber egal, ist nicht schlimm. Diese Zucker tun wir Hälfte rein. Hälfte lassen wir. Okay. Und machen einfach so ein bisschen so Mehl drauf. Und lassen wir so ungefähr 10 Minuten. So? So. 10 Minuten Ruhe, genau. Man muss 10 Minuten warten, normalerweise. Aber ich habe so 7-8 Minuten gewartet. Das sieht so aus. Jetzt kommen die Restsachen rein. Ein Glas Milch. Restzucker. Ein Vanillezucker. Ein Ei. Ein Teelöffel Salz, Leute. Und zwei Esslöffel Butter. So. Und eine Wege haben mit Schilhewechen ohne Behaschen mit Teig mit Schlutschen. Okay, also wir rühren das Ganze jetzt, mischen das. Und wir schauen einfach mal gleich, wie das Ganze wird. Tja, Freunde. Esslöffel Mehl reingetan. Okay. Ja. Ein Teig muss genau so sein. Nicht hart und nicht weich. Siehst du so?
Katze. Das muss so sein. Warte, ich mach raus. So. So muss das sein. Teig, ne? Muss so sein, genau so. Siehst du? Teig muss so sein. Also ich komme 100 Uhr, am Halloween hat er so 45 Minuten bis so Stunde hat er das Spiel. Also Leute, wir müssen das jetzt reintun und 45 Minuten lang warten bis Stunde, bis das Ganze sich aufbläht. Aufgeht. Genau. Keine Ahnung, wie man das nennt. Frischfolie drauf. So, wir machen jetzt unsere Pudding. Milch von 500 Milli, habe ich gesagt. 500 Milliliter Milch, ne? Genau. Lassen wir das ja noch da drin. Tun wir diese Pudding rein, solange soll diese Milch warm werden. Da findet ihr? Ja, danke. Wie viel Milch hast du da reingetan? Das ist von diesen 500 Milli habe ich so ungefähr 6-7 Löffel. Findet ihr? Hast du verstanden? Ja, ja. Jetzt unsere Milch kommt diese 2 Esslöffel Zucker rein. Ja. Weil Pudding muss ein bisschen süß sein. Aha. Wenn es nicht süß schmeckt nicht. Ach so, okay. Nicht vergessen. Ganz genau. Erstmal Pudding checken. Guck mal, Rani, komm, schier jetzt so gern. Merkst du das? Helm Jechu. Und kommt jetzt diese Pudding rein. Und warten wir, halt da kommt. Wie lange jetzt? Das dauert schnell 2 bis 3 Minuten. Das dauert schnell. Das 2-3 Minuten, das ist schnell, Mann. Ja, dein Deutsch, Jenny, das dauert schnell. Das dauert einfach. Das dauert nicht so lange, das geht genau, einfach so schnell. Genau. Weißt du? Das dauert nur 2 Minuten. Genau, Freunde, nicht vergessen, ihr könnt einmal kurz das Video anhalten. Hier könnt ihr einmal abonnieren. Geht einfach runter und abonniert meinen Kanal. Macht die 100k voll auf Ehrenbasis. Auf jeden Fall. Dickflüssig, ne? Ja. Barbarjat. Ja, was ist das? Bak-bak. Pudding geocker, bak-bak. Das heißt, reicht das. Okay. Schluss jetzt. Und dann müssen wir so lassen, bis es kalt wird. Husten 10, 15 Minuten, 20 Minuten Ruhe lassen, damit es kalt wird und danach kann man arbeiten. Okay, also Freunde, wir sehen uns dann nachher gleich wieder, bis es kalt wird. Und ja, das war's. Pudding ist finished. Wenn es kalt wird, das wird noch dickflüssiger. Wie lange haben wir jetzt gewartet, Mama? Voilà, fast 45 Minuten. Okay. Ja, aber ist schon. Das reicht so. Hör mal auf. Den Hasen. Ich bin echt gespannt. Oha. Doch, das gewollt ist. Oha. Freunde, wenn euer Teig so ist am Ende, dann habt ihr alles richtig gemacht. Genau, das heißt, Teig ist fertig. Komm her, wir machen jetzt so unseren Teig. Und den hier. Was ist das denn für ein Ding hier? Mama, wo hast du das her? Ich habe Fisch bestellt. Freunde, das ist. Amazon. Wofür ist das gut, Mama? Das ist für Teig. Egal welche Teig, du kannst da drauf machen. Also so Teig, alles auf einmal so. Wir haben das bestellt von Amazon, meine Freunde. Wie heißen die nochmal, Mama? Das mache ich unten in der Bio rein. Okay, unten, erster Link in der Bio, die Matte hier. Diese Bombe, vertraut mir. Könnt ihr alles drauf machen. Eure Pizza grüßen, alles. Das klebt schön, das verrutscht nicht, das klebt richtig. Also Freunde, gönnt euch auch auf jeden Fall auch so ein Ding. Ja. Das ist jetzt euer Teig. Ihr macht den ganz groß. Teig einfach so aufmachen. Genau so. Wow, krass. Mama, ich weiß gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Rosinenschnecken jetzt, wie du das machst. Kann ich mir niemals vorstellen. Echt? Und man kann das ja so richtig ziehen, alter Schwede. Aus dem Teig ist das geworden. Mach richtig gerade Toppings. Freunde, auch wenn ihr nicht so eine Maschine habt, ihr könnt es auch gerne mit den Händen machen. Es ist nur ein bisschen schwieriger, aber das Endresultat zählt. Willst du noch was sagen? Das ist nicht so schwierig, aber mit Maschine ist einfacher, weißt du? Du kannst dabei andere Arbeit machen. Genau, genau, genau. Du musst nicht ganze Zeit, weißt du, so. Ja. Guck mal. So, was machst du jetzt, alter Schwede? So. Ich hab echt keinen Plan, Mann. Echt? Nö. Pudding. Boah, ich weiß echt nicht, was du machst. So machst du einfach jetzt? Einfach so. Oha. Die kommen so saftig, richtig lecker auch. Okay, also Freunde, ihr seht selber, wenn ihr Pudding fertig habt, einfach ganz normal kalt machen. Kalt machen und dann drüber streichen. Genau. Wie sie es hier gerade macht. So.
braucht er keine Angst haben. Egal Pudding oder das viel, das ist nicht schlimm. Die werden auch bleiben sie saftig, weißt du? Aha, umso mehr, desto saftiger wird, wird eure Rosinschnecke sein. Okay, nochmal kurz zur Info. So. Das wär's dann? Pudding ist fertig. So. Wenn ihr Rosinen nicht mögt, könnt ihr auch Schokolade drauf machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich mag mehr Rosinen, aber... Jetzt bin ich echt gespannt, wie du das machst, Mama. Ja? Ich sag dir gleich. Holy shit, holy shit. Das hast du hier gemacht, Mama. Oh mein Gott. So. Kommt Trailer. Das kommt Trailer. Warte, warte, Trailer. Ach du heilige Scheiße. Was hast du hier gemacht, Mama? Holy shit. Freunde, Rosinschnecken. Gönnt euch das ganze Video. Letzte kommt dein Mund rein. So, wir sind jetzt damit so fertig. Drehen wir. Du drehst das jetzt? Mhm. Warte, 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 warte. Guck mal, weil auf, ist auf Boden ist nicht schlimm. Das geht gleich. Die brauchen keine Angst haben. Einfach so drehen, drehen, drehen bis Ende und dann schneiden wir. So, Freunde, ihr rollt das Ganze hier ein, so wie ihr das hier gerade seht, ne? Ihr macht das Ganze so wie ein XXL drum. So. Genau, wie drum. Genau, und das Schönste und das Geilste an Arbeit kommt jetzt. Ihr werdet das jetzt, alle drei Handfinger müsst ihr einmal schneiden. Drei Finger schneiden, drei Finger schneiden. Versteht ihr? Und schneiden und so rauflegen. Guck mal, einfach so schneiden. Mit drei Finger. So. Siehst du, das sieht so aus. Ein paar Stück machen wir. So, Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus. Pass auf, pass auf deine Arbeitsplatte auf, Mama. Gleich weiß. Zack. Zack, Freunde. Bisschen Abstand muss sein, weil die werden cool. Habe ich schon gesagt, danke schön. Ja, achso. Ja, weiß ich Bescheid, oder? Auch nichts sagen, ne? Du brauchst nichts zu sagen, okay? Und dann alle Kurden, die nichts verstehen, fragt eure Kinder. Einfach alles so. So, Freunde. Hauen wir jetzt einfach einen schönen Beat rein. Getrano, Heidi, gib ihn. Zack. Du kannst hier mit dem Messer her, du kannst schneiden, Freunde, das geht nicht kaputt. Die Platte ist extra dafür gedacht, hier seht ihr es auch, die Messer das von meiner Mutter. Das geht nicht kaputt, ja. Die gehen nicht kaputt hier. Kann man auch mit heißen Sachen drauf, Tee machen, weißt du, Topf drauf machen, kann man auch, da, ich wüsste ja. Alles, ne? Extra, ja, das passiert nichts. Freunde, bei Amazon, die Platten... Die Backfolie. Backfolie, ne? Genau, ich glaube, das ist ein Backfolie. Backfolie. Genau, 20, 30 Euro, glaube ich, das habe ich bezahlt. Genau, guck mal, meine Rosinen sind so fertig, bisschen so aufmachen. Und wir müssen so warten, so ungefähr 10 bis 15 Minuten, damit sie ein bisschen hochkommen. Femke, ich habe dran. Ja, ja, richtig. Am Ende haben wir noch ein bisschen Eiweiß, Eigelb drauf gemacht, damit das gleich eine schöne, richtige Bräune hat. Und das sind die Rosinschnecken, Freunde. Jetzt bin ich hier vor der Kamera. Servus und einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch nochmal herzlich willkommen hier auf diesem Video. Wow, was ist für eine Grafik, Alter Schiele, wow. Kennt man gar nicht so auf dieser, von dieser Kamera. Auf Hashtag Filimst, sagst du? Mama, du hast was zugeschickt bekommen letzte Woche. Dann wollen wir den Leuten mal zeigen, was du zugeschickt bekommen hast. Arena, ich habe Lalisch bekommen. Hm? Lalisch? Lalisch? Ja. Zeig mal dein Lalisch. Echt? Ja, das ist mein Lalisch. Laber, Mama, erzähl mal.
خیلی خوشگی بود از حتت خواهش چه که تمچ که امدنگیشون تلالیش مرشیان و انسان ازیدی نومال گرفت مالا هر کسی دهوی دیزی لالیش اوکی Und ich suche schon lange quasi diese Lalisch jetzt auf einmal. Richtig schön gemacht, Freunde. Das ist alles Handanfertigung, was ihr gerade seht. Yeah. Komplett selber gemacht hat sie das. Freunde, wenn ihr auch so ein Ding haben möchtet, ne, dann kontaktiert diese Frau. Erster Link in der Bio-Beschreibung. Sagt euren Kindern Bescheid oder was weiß ich und die sollen die anschreiben. Und ich weiß nicht, preislich kann ich euch gerade nicht so sagen. Müsst ihr wirklich mit denen mal gucken, was sie da für Preise macht. So, Freunde, das war hier auf jeden Fall der Lalisch. Wenn ihr auch so ein Ding haben möchtet, meldet euch direkt. Erster Link in der Bio ist die Seite verlinkt auf Instagram. Meldet euch direkt per Instagram-Nachricht bei denen, wenn ihr auch so ein Ding haben möchtet. Preise und sonstiges könnt ihr mit denen verhandeln. Und jetzt zeige ich euch etwas, Freunde. Habe ich auch zugeschickt bekommen von Luna-Lampen. Gönnt euch einfach diese Optik hier, Freunde. Richtig, richtig geil. Mama wurde eins gemacht und mir wurde eins gemacht. Freunde, ihr habt da 20% drauf auf diese Lampen. Mit meinem Rabattcode RAMI20. Also, meine Freunde, schnappt zu. Und wenn ihr eurem Freund oder Freundin eine Überraschung machen möchtet, dann könnt ihr auf jeden Fall mit meinem Rabattcode das Ganze machen. Und ja, das sind die Luna-Lampen, die ich zugesendet bekommen habe. Einmal habe ich eine herzförmige Lampe für meine Mutter und für meinen Daddy. Und einmal habe ich eins gemacht für mich und meinen Brudi, Sammy K. Ich zeige euch das Ganze mal auf der Nahaufnahme. Freunde, ihr habt schöne 20% drauf auf meinen Namen, Rami20. Gönnt euch, wenn ihr möchtet, ein paar Luna-Lampen, wenn ihr einen Freund habt oder eine Freundin als Geschenk, Geburtstag, egal was ihr wollt. So, Freunde, das ist jetzt die herzförmige Luna-Lampe. Da ist mein Daddy und meine Mom drauf. Und das ist mein Bruder und das bin ich auf jeden Fall. Dann könnt ihr die Farben wechseln. Jede Farbe könnt ihr machen, Freunde. Also das ist nicht nur eine Farbe. Ihr könnt verschiedene Farben einstellen. Mein Favorit ist auf jeden Fall diese blaue hier. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall, falls ihr solche Lampen haben möchtet, diese Lampen. Hinten haben wir auch noch, Freunde, nicht zu vergessen. Ne? Ich zeige euch das mal eben. Hat meine Mama nochmal den Namen draufgeschrieben. So bei mir. Und das ist meiner. Hier steht Remy K drauf. Freunde, gönnt euch diese Lampen hier und viel Spaß hier weiter mit dem Video. Wow! Schöne Grüße an Nuro, mein Bra. Hashtag Energy. Ich küsse eure Herzen. Und ja, Mann, was machst du da, Mann? Warum kommst du mein Video rein? Hier ist die Kamera dabei. In der Kamera, ich will meine Sachen aufhängen. Nein, ich gehe jetzt. Ja, oh. Freunde, wie sieht es eigentlich aus ohne Bart? Richtig schön, richtig schön. Richtig schön intelligent. Kurdibisch, bin ich schöner geworden oder Kurdibisch? Guck mal, so schön Sonne scheint. Ich bin im Küche und Rami hängt meine Sachen. Richtig schüttel, schüttel, schütteln. Ja, genau so. Muss auch mal sein, wa? Ja. So, Freunde. Sind die hier? Oh mein Gott. Das sind die. Was hast du da gemacht, Mann? Was hast du da gemacht schon wieder? Ah! Die verbrennt mich hier. Oh mein Gott, was hast du hier gemacht? Das sind Rosinenschnecken, Freunde. Andere Kaliber. Und jetzt kommt die nächste rein. Zack, zack. Hast du sehr gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Wir machen noch, wir sind noch dabei. Freunde, wir sind immer noch dabei. Jetzt habe ich Herd angemacht, das ist Marmelade. Aprikosen-Ding. Von Aprikosen-Marmelade, ne? Ja. Was ich ein bisschen gern bekomme. Und zwei. Zwei Esslöffel. Was wäre das denn, Mama? Guck mal, 1,5 Löffel Aprikosen-Marmelade. Und ein Löffel, Esslöffel Wasser zusammen mischen. Okay. Warm machen. Und okay. Dann rüber streichen. Und die glänzen, die rosch, die süß, die. Aber freiwillig, ne? In seinem Kibrosisch, Rotschäkel. Pausiert das Video kurz. Das sind die Zutaten für das heutige Essen. Okay?
Und nicht zu vergessen, Freunde, auf Ehrenbasis, abonniert uns auf Instagram. Basnas Küche, Ram-Kam-AZ und SammyK95. Dann haben wir ein, zwei Stück verbrannt, leider. Aber es ist nicht so schlimm. Mehr als ein, zwei Stück. Guck mal, ein paar Stück sind verbrannt. Ja, die eine oder andere auf jeden Fall. Aber das geht gerade noch so grenzenswert. Genau. Guck mal, so. Okay. Besuspen und beglänzenken. Aha. Das meinst du, ne? Ja. Mit Aprikosenmarmelade. Freunde, ihr wisst, was ich meine. Mama, was ist mit, was geht bei dir in deinem Kopf? Wenn es trocken wird, das wird auch so. Gib mal dein Gehirn mir, Le. Ach so, wir haben doppelte Portion gemacht, aber nicht gezeigt, wie wir das gemacht haben. Versteht ihr? Das ist genau gleiche. Genau. Gleiche wie... Wir haben eine doppelte Portion gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Ihr könnt ja auch einen Gefrierschrank packen. Passiert nichts. Passiert nichts. Das ist die okay? In zwei, drei Tagen später holt ihr das raus, lässt das Ganze mal auftauen, wie vorher. Okay? Also nicht denken, wenn ihr so viele macht und an demselben Tag das Ganze nicht essen könnt, dass es kaputt geht. Nein, auf keinen Fall. Gefrierschrank ist der Shit. Ey, wallah. Mama, ich will jetzt eine probieren, ja? Ist egal. Okay. Rosinen-Dings hier, ne? Die Stimme an Hajalana. Zum Germi, zum probieren können. Ja, Mann. Tamar Rasti. Na, wallah, Azim, ja, ne. Aus die Melek. Das ist nicht Arbeit. Du musst, wenn die in Ruhe machen. Zu Hause, 1:1. Ja, mit dir, mit Rami, mit Sami ist ein bisschen, weißt du, viel Arbeit, ein bisschen anstrengend. Probier es mal rein. Aber. Pudding, der Geld, die Nerma, Geld, die Kosche. Und ich kann es nicht sagen, wie hier Kosche drin. Richtig weich. Süß, weich, richtig lecker, Brodin. Voilà. Hm? Freunde, macht auf jeden Fall nach. Für eure Kinder. Ihr macht nichts falsch. Und vor Schmalnabel. Einer auch mit Chicken, einer Papaya. Von der Eberkirche, ne? Passt das? Okay. Sieht schon aus. Okay. Und Abapé, Marmelade, da haben wir vorstellen, das ist Chicken. Aprikose. Macht das mit nach mit Aprikose, Freunde. Auf jeden Fall. Ein Löffel Wasser, zwei Marmelade. Ja, Mann. Warm machen und drauf streichen und das war's. Man macht Instagram ist hier, Basnas Küche, Freunde. Genau das. Sammy K ist hier. Rami-Kam-AZ ist hier, folgt uns alle auf Instagram. Freunde, 100.000 Abonnenten, wir brauchen noch 2.000 Abonnenten. Ich habe am 10.7. Geburtstag. Nächste Woche habe ich Geburtstag. 10.7. ist mein Geburtstag. Wenn ich an meinem Geburtstag die 100.000 voll habe, oh mein Gott, Freunde, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Echt? Ja, ja. Mhm. Macht die 100.000 auf Ehrenbasis voll für meinen Geburtstag, Freunde. Klickt doch einfach noch auf Abonnieren. Hier blende ich euch was kurz ein, zack, 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 auf Ehre, damit ihr nicht vergisst. Das ist Geschenk an Wanalu. Ja, Mann, das ist euer Geschenk an mich. Genau. Bei 100k müsst ihr auch nicht vergessen, ne? Dann wird auch Mamas Kanal aufgemacht. Also Mamas eigener Kochkanal. Auf jeden Fall. Ihr eigener Kochkanal, dann seht ihr. Hol mein Handy, wir haben uns ein paar Leute grüßen. Ah, ein paar Leute noch grüßen, ne? Schöne Grüße gehen raus an Rojin. Ciao, Kittamatschkim Rojin. Rode, Kamera, ma kut buche, ne? Bus kaputt, ja, ne, ging nicht mehr, wallah. Wir müssen jetzt hier weitermachen, tamam? Okay, Kamerama, sag ich nicht stoppen, können Sie sagen, was ist das? Ja, wallah. Kusulu bach mach und amen, Galaxy Lava, ich sag das ein bisschen, tamam? Schöne Grüße gehen raus an Sazan.shl. Dann gehen schöne Grüße raus an Milan Özgün, mein Lieber. So, und dann. Hallo Tante Basna, ich liebe eure Kochvideos, das ist Sarve Tante. Und schöne Grüße an Familie Arslan. Aus Emmerich. Schöne Grüße. Slavo Reshwara. Dilara. Dilara. Ciao, Kitamatschkin Dilara. Okay. Und schöne Grüße an Oma Adiba. Schöne, schöne Grüße. Kako. Oma Adiba, das ist Tamatschkin. Saat Khoash, die Video Mahashine. Ey, wallah. Jena Mala. Das ist Tamatschkin Rabbi. Schöne Grüße an Familie Assad Badal. Ganz, ganz schöne Grüße. Slavo Reshwara, Ivara Abkhir. Und schöne Grüße an die Mama, Faiza. Von Rami und Basnas Küche. Ey, voilà, das waren die Leute hier, die wir gegrüßt haben. Und alle Leute, die nicht rangekommen sind. Und Ey, voilà. Und Shabab, meine Fasch. Shabab, ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Heide. Ciao, ciao. Bella, ciao. 100.000 auf Ehrenbasis. Auf die nächste Woche Geburtstag, mal Geburtstag. Gönnt ihm, Bella. Abonniert einfach, abonniert. Abonniert, komm, wir zeigen, was für eine starke Community wir sind. Heidi, reicht, reicht, Heidi, tschüss.